Beim Rugby sind beinharte Typen gefragt. Das Spiel ist nämlich alles andere als ein Kaffeekränzchen. Und genau mit dieser körperbetonten Sportart hat der Landessportbund Niedersachsen ein Anti-Aggressionsprogramm in Schulen gestartet. Klingt ein bisschen paradox, aber wir haben hier vor einem halben Jahr aus der Karl-Jato-Hauptschule in Hannover darüber berichtet und gesehen, es klappt. Heute nun stellten der LSB und die Uni Hannover die Ergebnisse ihrer Studie vor. Tim Haller berichtet. Fertig? Rugby gegen Aggressionen, es ist ein innovatives Erfolgskonzept. Das zeigen uns die Kinder der Klasse 6a. Sie lernen hier mit aggressivem Sport ihren Frust abzubauen und mehr Selbstbewusstsein zu gewinnen. Und das zahlt sich nach einem halben Jahr aus. Bei mir im Unterricht hat sich das Unterrichtsverhalten sehr geändert. Die Kinder sind sehr bereit gewesen mitzumachen. Und es war halt so, dass die Kinder halt einen besseren Umgang miteinander gekriegt haben. Also ich würde sagen, zumindest im Unterricht sind sie entsprechend weniger aggressiv. Auch die 11-jährige Denise hat ihre Erfahrungen mit Gewalt gemacht. Denn in ihrer Klasse herrschte oftmals ein rauer Umgangston zwischen ihren Mitschülern. Da war schon mal eine Situation, so ein Mädchen, ich weiß es nicht, sie konnte mich nicht leiden und sie hat mich irgendwie bedroht, hat gesagt, ich weiß nicht, ich bringe dich um oder so. Aber ich habe sie ignoriert und bin einfach weitergegangen. Begleitet und ausgewertet wird dieses Projekt von der Uni Hannover. Ganz vorn dabei Professor Gunter Pilz, seit Jahren bekannt als Experte für Aggressionsabbau im Sport. Sie haben einmal gelernt, sich ein Stück weit zurückzunehmen, nicht immer gleich zuzuschlagen. Das war eine Gruppe, die relativ hoch an Gewaltpotenzial auch hatte. Als sie gelernt haben, sich zurückzunehmen, die gelernt haben, auch untereinander sich besser zu verstehen. Das ist nicht nur von den Jugendlichen selber interessanterweise festgestellt worden, sondern auch von den Lehrern und den Eltern. Durch Rugby lassen sich Aggressionen zwar nicht zu 100% abbauen, aber deutlich mildern. Auf jeden Fall haben sich in der Klasse 6a der Karl-Jato-Hauptschule letztendlich Spaß und Teamgeist durchgesetzt.